Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. In diesem Video möchte ich euch drei richtig gute Gameboy-Komponisten vorstellen, die uns damals durch ihre Klänge einfach verzaubern konnten. Nach dem Intro geht's los. Kurz vorweg, ich werde hier in diesem Video natürlich jetzt keine, ich sag mal, ganz großen Komponisten anführen, beziehungsweise eher so Komponisten, die einem sofort einfallen, wie zum Beispiel von Nintendo oder Konami oder ähnliches. Ich werde mich eher so auf kleinere, naja, unbekanntere Spiele stürzen, wobei unbekannt ist natürlich immer relativ, also Spiele einfach, die nicht so ganz so im Mainstream stehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich zuerst beim guten David bedanken. Vielen, vielen lieben Dank an dich, der mir diese Idee für dieses Video gebracht hat und auch so ein paar Vorschläge irgendwie rübergeschickt hat. Der David ist ja der Komponist von dem Soundtrack von meinem eigenen Gameboy-Spiel, was sich immer noch so ein bisschen in Entwicklung befindet. Und der hat da ein sehr, sehr tiefes Wissen und hat mir da den Anstoß gegeben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich. Der macht auch sehr viel Chiptune-Musik, habe ich euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, wenn ihr bei ihm mal auf seinen YouTube-Kanal vorbeischauen wollt. Und wir fangen an mit einem richtig guten Komponist, und zwar von Alberto González. Ich habe es hundertprozentig leider falsch ausgesprochen. Und zwar sage ich ja immer wieder, wenn ich ein Spiel von Infogrames teste, also sowas wie Asterix, Asterix und Obelix, Lucky Luke und so weiter, dass ich diesen bestimmten Infogrames-Sound mag. Und genau dieser Mensch ist dafür verantwortlich. Der hat wirklich gefühlt für jedes Infogrames-Gameboy-Spiel damals die Musik gemacht und ist sogar heute noch teilweise tätig. Also ein wirklich, wirklich guter Mann. Ich habe hier zwei Titel so ein bisschen für euch zur Auswahl mitgebracht. Einmal ein Titel von Lucky Luke und einmal ein Titel von Spyro. Viel Spaß beim Reinhören. Als zweites habe ich euch den guten David Wise mitgebracht. Der hat nämlich für Rare gearbeitet, und zwar von 85 bis 2009. Also da muss man wirklich sagen, wow, das ist ein Durchhaltevermögen, sich über so viele Jahrzehnte und so viele Entwicklungsschritte hinweg einer Firma treu zu bleiben und die gut zu unterstützen. Und zwar bin ich auf den im Prinzip durch Zufall gekommen, und zwar
musste natürlich in dieses Video mein geliebtes Fortress of Fear, mein Guilty Pleasure, irgendwie aufkommen. Da zeige ich euch gleich auch mal das Titelthema. Und als ich dann einfach mal gegoogelt habe, wer da die Musik gemacht habe, kam dieser David Wise raus. Und wisst ihr, was der noch gemacht hat? Der hat halt für Rare gearbeitet und hat zum Beispiel unter anderem die Musik für Donkey Kong Country gemacht. Hätte ich niemals gedacht, dass der Komponist von Fortress of Fear auch die Musik von Donkey Kong Country gemacht hat. Auf jeden Fall ein wunderbarer, richtig talentierter Mensch. Auch hier, wie gesagt, ich bringe euch einen Titel von Fortress of Fear mit und natürlich von Donkey Kong Land, quasi ja der Gameboy-Umsetzung von Donkey Kong Country. Die hat er natürlich auch gemacht. Und als letztes habe ich euch einen Komponisten mitgebracht, und zwar einen aus Japan. Ich hoffe, ich spreche es auch nur ansatzweise richtig aus. Ich blende euch den Titel natürlich im Zweifel hier ein, und zwar von Norio Nagagata. Und auf den bin ich gekommen, als ich so ein bisschen so meine Liste durchgegangen bin und mir überlegt habe, hey, welche Musikstücke sind denn gut? Und ich habe damals als Kind ziemlich Burai Fighter abgefeiert. Und die Musik habe ich so gute Erinnerungen gehabt, weil sie so sehr schön spannungsaufbauend ist und treibend ist. Also wirklich perfekt für ein Spiel dieses Genres. Und da habe ich gesehen, er hat nicht sehr viel anderes gemacht, aber durchaus andere gute Spiele. Und zwar auch Haienku Alien. Das ist ein super Puzzlespiel, das habe ich euch ja mal vorgestellt. Ist so ein bisschen ein Spiel, wo man halt so buddeln muss, um Aliens reinfallen zu lassen, um die wieder ja, zu bedecken mit der Erde. Gutes Spiel, wie gesagt, er hat nicht viel gemacht, aber dafür das, was er gemacht hat, war einfach wirklich, wirklich fantastisch. Und da spiele ich euch jetzt die beiden Titel ein, und zwar einmal von Burai Fighter und einmal von Haienku Alien.
Ja, das waren die drei Komponisten, die ich euch vorstellen wollte. Welchen Soundtrack feiert ihr denn auf den Gameboy auch so richtig, richtig ab? Vielleicht sammle ich ja mal ein paar Ideen für eventuell einen zweiten Teil von diesem Video. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einfach mal einen Kommentar reinhaut und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich ein Abo dalässt. Und wie gesagt, besucht mal den David auf seinem YouTube-Kanal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.